Es ist unser Anspruch, sowohl Mitarbeitern als auch Kunden in unseren Filialen ein angenehmes Raumklima zu bieten. Ein weiterer wichtiger Grund für die Einhaltung unserer strengen klimatischen Vorgaben liegt im Schutz temperatursensibler Produkte, die nicht gekühlt gelagert werden. Hier handelt es sich zum Beispiel um Obst und Gemüse oder Schokolade, die dem Raumklima direkt ausgesetzt sind. Für den Schutz ihrer hohen Produktqualität bestehen genau einzuhaltende Lagerungstemperaturen. Darüber hinaus definiert die technische Filialausstattung, hier sind zum Beispiel Kühlmöbel oder Heißgetränkeautomaten gemeint, spezifische Vorgaben in Bezug auf das Raumklima. Die wesentlichen Einflussfaktoren für ein thermisch behagliches Raumklima in unseren Filialen sind die Raumlufttemperatur, Strahlungstemperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Luftgeschwindigkeit. Trägt man sowohl den obligatorischen Lagerungswerten für temperaturempfindliche Produkte als auch den Einsatzgrenzen der technischen Ausstattung Rechnung, liegt die erforderliche allgemeine Raumtemperatur im Verkaufsraum einer Filiale zwischen 20 und 24 Grad Celsius. Die relative Luftfeuchtigkeit reicht dabei von ungefähr 30-60%. Neben den genannten thermischen Aspekten spielt die Qualität der Raumluft eine weitere wesentliche Rolle für das Wohlbefinden der Personen in der Filiale. Zur Sicherstellung der gewünschten Luftqualität werden die einzelnen Bereiche über Lüftungsanlagen geregelt mit Außenluft versorgt. Dabei wird ein Teil der mit CO2 aus der Atemluft der Mitarbeiter und Kunden belasteten Raumluft abgeführt. In Abhängigkeit nationaler Vorschriften und Verordnungen für die CO2-Konzentration in der Raumluft sollte bei der Haustechnikplanung als allgemeine Richtgröße ein maximaler Wert von 1000 Parts per Million berücksichtigt werden. Die CO2-Konzentration in der Außenluft liegt je nach Standort bei ca. 400 bis 500 ppm. Die Lüftungsanlagen, die die Filiale mit Außenluft versorgen, verfügen über Wärmerückgewinnungssysteme. Sie entziehen der Abluft einen großen Anteil der in ihr enthaltenen Energie und übertragen diese direkt wieder an die Zuluft. Dadurch wird der energetische Aufwand für die Lufttemperierung so gering wie möglich gehalten. Darüber hinaus tragen auch die Lichtverhältnisse innerhalb einer Filiale zum Wohlbefinden bei. Sie setzen sich sowohl aus dem Einfall von natürlichem Sonnenlicht als auch aus der Leistung der künstlichen Filialbeleuchtung zusammen. Das natürliche Sonnenlicht wird dabei von Menschen maßgeblich als Basis für ein Wohlgefühl definiert. Sollte es jedoch zu stark oder blendend sein, wird es als störend wahrgenommen. Aus diesem Grund wird in den Filialen der neuen Generation ein aufeinander abgestimmtes, intelligentes Beleuchtungs- und Verschattungskonzept umgesetzt. So können störende Einflüsse minimiert und das natürliche Sonnenlicht optimal genutzt werden. Auf die genannten Faktoren in der Filiale wirken sich sowohl unterschiedliche externe als auch interne Einflussgrößen aus. Zu den externen zählen die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Qualität der Luft sowie die globale Solareinstrahlung, die sich aus Diffus- und Direkteinstrahlung zusammensetzt. Die Einflussnahme durch äußere Faktoren auf die Verhältnisse in der Filiale erfolgt in Form von Transmission und Infiltration. Transmission wird über die Bauteile der Gebäudehülle sowie durch solare Einstrahlung verursacht. Infiltration ereignet sich einerseits unkontrolliert über Bauteilfugen, Türen und Tore und andererseits kontrolliert über maschinelle Lüftungsanlagen. Kommen wir nun zu den internen Einflussfaktoren. Zu ihnen zählen die sich in der Filiale befindlichen Personen sowie Ausstattungsgegenstände wie zum Beispiel Beleuchtung, offene und geschlossene Kühlregale, Tiefkühltruhen, Überbauschränke und Backöfen, offen gelagerte Produkte wie Obst, Gemüse und Backwaren, sowie Prozessabläufe wie beispielsweise die tägliche Nassreinigung von Oberflächen. Als Grundlage für die Planung der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik sind die zu erwartenden Beeinflussungen zu ermitteln. Hierzu ist jeweils eine Heizlast, Kühllast, Feuchtelast sowie eine CO2-Lastberechnung durchzuführen. Die ermittelten Lasten sowie äußere und innere Gewinne sind anschließend in einer Bilanz gegenüberzustellen. Hierbei muss beachtet werden, dass Gewinne stets nur dann zu berücksichtigen sind, wenn sie konstant während der gesamten Öffnungszeit der Filiale zur Verfügung stehen.